Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Jetzt kommt zurück zu Hartz IV Medicine. Dr.'s Oatmeal oder so. So, wir können wieder Sachen kaufen. Wir haben 625. Wir haben gerade nichts, was mehr Herzen bringt. Dann nehmen wir hier Tempo. Können mal schneller laufen mit ihren Glasschuhen. Komm, Tablettenplatz. Komm, ist gut. Ist gut. Nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. So, das heißt, wir haben jetzt keine andere Wahl, außer Level 4 zu spielen. Du hast gerade den Super-Tempo-Boost erhalten. Setz dir ein und hoffe im Laufe im nächsten Level schneller. Sehen wir mal, wie schnell du laufen kannst. Ärztliche Verantwortung heißt die Schicht und ich muss mit irgendjemandem reden oder so. Aufenthaltsraum Ärztedienstag. Hey, warum benutze ich deinen neuen Becher? Oh, entschuldige, der ist noch zu Hause. Ist ja auch nicht so wichtig. Ich sehe nur gerne, wie du das trinkst. Beste Ärztin der Welt. Stimmt einfach nicht. Habe ich Munkero? Nein, es ist nicht. Ich hatte ein Gespräch mit Olivia. Ich falle gerade durch Dr. Ermis Kurs und wenn ich in einem Semester nicht die Rotation bestehe, bekomme ich nicht die Zulassung, um als Ärztin zu praktizieren. Was? Ich werde sofort mit ihm reden. Bitte nicht. Sie ist auch nicht gerade dein größter Fan. Was soll man? Ich glaube an dich. Tschüss. Verdiene 25 Boni für Schnelligkeit. Alles klar. So, neue Station. Ach ja, Papierkramstation. Neue Schuhe. Und neuen Tablettplatz. Geil. Die Frage ist... okay. Schnelles Zuweisen gilt auch als schnell. Ein Teil unserer Arbeit erfordert, dass wir die erforderliche Papiere ausfüllen, Miss Hart. Tippen, bla, bla, bla. Mensch, das wäre dann alles. Danke. Ich möchte Rollstühle kaufen. Was haben die denn alle jetzt Metall in sich? Was soll das? Warum ist Javier so langsam? Hallo. Einmal in die Bettenabteilung. Hallo. Ich bin das manchmal unpräzise, hab ich ja schon mal gesagt. Was ist going on, Mrs. Stars? Stars and Sternchen quasi. Bam. 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 Achso, ich kannte keinen. Ach, das war's schon. Na gut. Dann war's das schon. Haben wir alles geschafft. 5 Sterne, Hamster, Meerschweinchen und Herausforderung und alles. Mal gucken, wie viele Schichten ich schaffe. Schichten ich schaffe ohne, also mit 5 Sternen und allem. Ich glaube, das wird jetzt spätestens bei der übernächsten wird es wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Freigeschaltet Kombo-Produkt. Kombiniere mehrere Gegenstände, um eine einzelne Bestellung fertigzustellen. Okay, ja. Manchmal steigerst du deine Effizienz, wenn du ein Kombo-Produkt auf deinem Tablet bereithältst. Achso, das stimmt natürlich. Kommt jetzt vielleicht jemand hier und der ist krank, oder? Den weiß ich nicht an, der steckt ja fürchterlich. Es fällt in deine ärztliche Verantwortung, jedem zu helfen. Und es ist seine Verantwortung, ab und zu einmal zu duschen. Guck mal, hier mein Beispiel. Den Typ habe ich schon öfters gesehen, wie auf der Straße herumlungert der gleich. Er nimmt, glaube ich, Drogen. Kannst du einfach den für dich auserlichen? Weil er Drogen nimmt, oder was? Kommen Sie bitte mit, Sir. Ich werde mir das einmal ansehen. Daniel, gut, dass ich dich hier treffe. Du warst schon eine Weile nicht mehr bei der psychologischen Beratung. Da interessiert mich, wie es dir geht. Mir geht es prima, Sam.
Kannst du jetzt besser schlafen? Du nimmst keine Beruhigungspillen mehr? Ich habe nicht einmal die erste gebraucht, die du mir gegeben hattest. Beeindruckend, aber du musst nicht den Helden spielen. Es ist überhaupt nichts dagegen, ein, zwei Medikamente zu nutzen, wenn man sie braucht. Solange man das vernünftig tut. So, wir haben jetzt hier sowas freigeschaltet, das ist irgendwas, mehr mehr käufliche Verbesserungen quasi. Bett, Stuhlgeduld, irgendwas mit mehr Herzen, ja, aber da können wir uns nicht leisten, 300. 300, nehmen wir noch ein Bett dazu. Ein Bett dazu. Das wartet. So, dann können wir jetzt hier kommen wir halt so in den Bonusbereich, wo man hier so Boni und Herausforderungen zu freischaltet. Ist eigentlich ganz sinnvoll, da erst hinzugehen, weil diese Dinger, das sind Herausforderungstruhen, glaube ich, ja, doch, genau. Und man erfährt die Herausforderung halt erst, wenn man den Weg dahin, wenn man den Weg dahin freigeschaltet hat. Also das heißt, das Ziel könnte was sein, was ich schon längst gemacht habe, aber da ich es noch nicht erreicht habe, weiß ich es nicht. Deshalb gehen wir jetzt mal hier lang. Unbegrenzte Patienten, ein gegen die Zeitlevel, die mag ich sehr gerne. Wir haben keine Booster, ne? Das kostet jetzt 10, alles klar, okay. 10 Diamanten. Ne, wir machen das so. Erreiche 135 Punkte in diesem Spiel gegen die Zeit. Gut, dass wir noch ein Bett haben. Ah ja, und Pillen. Bett und Pillen. Das heißt, hier sind die Patienten jetzt mal nicht endlich. Endlich sind die Patienten nicht endlich. Kann ich noch einen zweiten Aufzug irgendwie einbauen? Vergiss nicht, ja. Ich weiß das doch. Du willst auch zu den Rollstuhlfahrern. So, einmal da, einmal da. Hallo? Was ich mir am ehesten noch wünschen würde, ist, dass die Klicks ein bisschen präziser gezählt werden quasi. Oh. Okay, wir sind gleich voll. Oh. Machen wir gleich mal eine Abkassierorgie hier. Achso, ich muss warten, bis er wieder da ist. Ich hab dich hier doch. Ich weiß nicht, wo der ist. Irgendwo hier hinter, glaube ich. Wenn sich da bewegen gesehen, meine ich. Aber wenn die halt da stehen, komme ich natürlich nicht ran. Was total sinnvoll ist. Zack, 5 Sterne. Bam. Oh. Aber der kommt ja nochmal wieder. Oh. Oh. Okay, jetzt habe ich ein bisschen sehr viel geholt, aber egal, das schaffen wir schon. Wie gesagt, präzisere Klicks wären sehr wunderschön. Warte, ich kassiere die mal ab und lass den dann nochmal hier stehen. Weil ich hoffe, dass der blöde Dreckshamster nochmal kommt. Manchmal kommt der nochmal, manchmal nicht. Ich habe es noch nicht genau herausgefunden, wann er das tut und wann nicht. Weil jetzt haben wir quasi endlos Zeit. Wir können jetzt warten und warten und warten, weil dem passiert nichts. Der ist sicher hier quasi. Ich warte mal irgendwie noch, weiß ich nicht. 10 Sekunden. Wenn er dann nicht aufgetaucht ist, dann haben wir halt keinen Hamster an diesem Level. Ich weiß gar nicht, was die Hamster uns bringen. Also die Herausforderung bringt halt Puzzleteile und Diamanten. Hamster, weiß ich nicht. Meerschweinchen, was auch immer. Na gut, dann nicht. Bleib mir doch gestohlen. Wahrscheinlich werden sie ihn irgendwann noch holen. Vielleicht gibt es nur für ein Achievement, aber es gibt gar keine Achievements auf Steam. Von daher brauche ich auch gar nicht alle Hamster sammeln, alle Meerschweine. Ich glaube, das hat echt keinen Mehrwert, wenn man sagt. Ich weiß es nicht. So. Gehen wir hier weiter. Kann man hier. Beseitige das Chaos, alles klar. Ah ja, muss man. Ampullen. Ampullen aufräumen. Juhu. Na quasi, sonst können die Leute hier nirgendwo hin, wenn diese Ampullen hier überliegen. Außer zur Kasse. Zur Kasse geht scheinbar. Zur Kasse geht immer. Bezahlen geht immer.
Handel kann ich schon dahin, ja, natürlich nicht. Jetzt? Oh. Ja. Mhm. Ah, die kann jetzt nicht dahin wegen dem Ding, natürlich. Das hat jetzt. Mann! Okay. Ich hab jetzt gedacht, das wäre anders gedings gewesen hier. Mhm. Also anders von Reihenfolge, ja? Also du willst zu den Babys. Oh. Du willst auch noch irgendwo hin. Ich räume in der Zeit mal weiter auf und hole mir noch mal Patienten. Ein Patienten quasi. Oh. Ach, das geht natürlich nicht. Ja, ja, ja. Oh. Mhm. Zack, zack. Zack, zack, zack ab. Oh. Mhm. Oh. Wahrscheinlich ist es schon dieses Level, wo ich nicht beim ersten Mal alles schaffe. Ja, genau so sieht's aus. Ja, das ist aber echt blöd gelaufen jetzt. Also. Gucken wir mal, dass wir das alles noch wegkriegen, bevor die da jetzt viele Herzen verliert. Natürlich sind noch irgendwo Ampullen, die ich gar nicht sehe. Da, nee. Hä? Wo? Was? Hä? Okay, irgendwo ist was, aber ich sehe nichts. Ah gut, dann. Ja, dann haut halt ab. Ach da! Natürlich, ja, wo sie standen. Ich habe sie natürlich nicht gesehen. Nicht sehen können, aber das ist egal. Wie gesagt, das ist ja, wo es die Herausforderungen sind, nicht so wichtig. Meerschwein ist halt eigentlich nur wichtig für ein paar Punkte. Ja, aber auch 5 bringt halt auch nicht so viel. So haben wir hier noch was freigeschaltet. Neue Kaufsachen. Das ist wunderschön. So, haben wir 418. Stühle plus 4 Herzen. Ja, das nicht. Da kommt Stuhlgeduld, wenn wir gerade mal noch ein bisschen Herzgeld übrig haben. So, alles klar. So. Keine Booster-Verbände, aber Minispiel-Level. Okay, die sind ganz süß. Macht man eigentlich nur dieses Verband-Minispiel. Also in diesem Fall jetzt nur das Verband-Minispiel. Muss da halt eine gewisse Anzahl von Punkten kriegen. Hallo. Ach, das ist so ätzend. Alter. Und dann kann man auch nicht schon mal weitergehen. Man muss nämlich erst das fertig machen, was man angefangen hat, was nicht gepasst hat quasi. Finde ich auch so blöd, weil ich bin dann quasi schon in der Bewegung zum nächsten und muss dann wieder zurück, was quasi nochmal mehr Zeit kostet. Macht das alles nicht leichter. Und einige Sachen sind halt echt in den späteren Levels nicht so genau so filmschig. Und einige Sachen muss halt echt ganz genau haben. Das ist halt ein bisschen schade alles, ne? Dass das irgendwie so inkonsequent, inkonsistent, wie auch immer man das nennen will, ist. 2 Punkte, ey. Das macht auch so lächerlich. Naja, gut. So, wir haben einen Belohnungskarton. Da kriegen wir Booster. Yay. So, machen wir mal weiter. Was haben wir hier? Zieh deine Tanzschuhe an. Was heißt das? Steh nicht länger als 5 Sekunden still. Okay, das schaffen wir. Das schaffen wir. Also, Chucky bringt noch was. Ach ja, die geilen neuen Stühle. Oh. Natürlich. Weil sie nicht dahin gegangen ist. Na gut, egal. Scheiß, Scheiß auf die Kacke. Oh. Scheiß auf die Kacke. Kacke drauf quasi.
fertig. Naja, wird nicht so viel. Also da ist das erste Level mit nur einem Meter auf der 2 Sterne. Immerhin 2 Sterne. Aber man muss sich dran gewöhnen. Es ist halt wirklich nicht darauf angelegt, wie jetzt die anderen Teile, wo man echt beim ersten durch, konnte man quasi bei jedem Level im ersten Durchlauf alle Sterne sammeln. Ich meine schon. Okay. Verdiene 200 Sterne. Ach, hä? Okay. Als ich das gespielt habe, war das immer noch nicht gezählt, wenn ich das vorher schon hatte. Oder waren es nur die 18 aus dem jetzt? Ich weiß es nicht. Hier haben wir noch ein Spielerlevel hoch. Wir gehen in einen Extrastuhl. Wir haben Extrastuhl. Ich gehe eigentlich nur einmal am Tag aufs Klo. Jetzt habe ich Extrastuhl. Okay. So, machen wir hier noch weiter. Ne, warte. Sinnvollerweise machen wir jetzt hier weiter, damit wir die nächste Herausforderung freischalten. Jetzt aber schnell. 15 Kombos für schnelles Zuweisen. Sollte auch möglich sein. Ich schaffe das. Hier, zack. Hier, zack. Hier, zack, zack. Zapp, zarab. Oh. Oh. Ne, okay. Jetzt habe ich die schnelle Zuweisung bei ihm verpasst. Tut mir sehr leid. Mhm. Achso, du willst auch zum Aufzug tun. Das sieht manchmal so ähnlich aus in meinen alten Augen. Mhm. Das wird es wohl mit der Herausforderung gewesen sein. Weil ich den einen verkackt habe, muss quasi. Die Herausforderung könnte auch heißen: mach alle schnell zu weiserig. Aber ich muss niesen. Dankeschön, Entschuldigung. Ja. Weise jeden Patienten schnell zu oder so. Weil das wäre einfach auch die Wahrheit. Das wäre einfach so. So, haben wir da. Fange 50 Meerschweinchen 2. Warum zählen jetzt 2? Also alle zählt er nicht. Hier habe ich jetzt, zählt er jetzt nur die hier? Ich weiß nicht, halt, ab wann der zählt. Das ist halt echt so random-mäßig. So random. Meerschweinchen-Level. Oh Gott. Okay. Verdiene 75 Punkte im Haus der Mädels. Hey, Mädelhaus. Eigentlich wäre das relativ simpel, weil unsere Augen sind ja gut darin, Sachen zu bemerken, die sich plötzlich bewegen. Aber da hier alles andere auch über den Bildschirm frösselt in der Zeit, ist das dann nicht mehr ganz so leicht, halt alles zu sehen. Wenn alles andere still wäre, wenn das alles nicht so mit blöden Fliegetext und bla 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 wäre, könnte man wunderbar die ganze Zeit, hier sieht das da lustig aus, die ganze Zeit einfach die Dinger finden, diese Dingerschweine da sein. Ein Dingschwein. Schweine. Okay. Naja, immerhin 4 Sterne. Ist auch nicht verkehrt. So. Ich will da noch hin. Dann haben wir hier goldlose Patienten. Es gibt keine Goldherzen, alles klar. Okay. Aber das sollte auch schaffbar sein, sprach er und verkackte wahrscheinlich. Obwohl, ich glaube fast nicht, dass das passieren wird. Wenn ich das mal so sehe, wenn ich mich hier so angucke, glaube ich nicht, dass ich jetzt sonderlich verkacken werde. Oh.
wahrscheinlich auch wieder so, lasse alle mit Goldherzen, wenn ich richtig sehe. War so viel kommen nämlich jetzt gar nicht mehr. Aber das heißt, also nicht mit Goldherzen, sondern mit allen Herzen halt. Ihr wisst ja, was ich meine. Ihr wisst ja, was ich meine. Ja, es sind alle, natürlich. Aber wir haben es geschafft. Und yay, wahnsinnige 3 Sterne. Aber wir können gleich ein bisschen einkaufen. Wir haben 880 Punkte. Und natürlich ist es klar, man muss nicht in einem Durchlauf 5 Sterne schaffen, sondern ich kann jetzt einfach weitermachen. Und wenn ich dann die 23 Punkte im nächsten Durchlauf von diesem Level mache, habe ich halt schon den nächsten Stern. Das ist also relativ nett immerhin. So, was haben wir hier? Gegen die Zeit, Herzen für Timothy. Hilft dem armen Timothy mindestens 20 Herzen. Okay, dann machen wir auch noch. Timothy braucht 20 Herzen. Hat schon 2. Doppelherz hat er schon. Was hat der arme Timothy denn eigentlich? Das sagt keiner, ne, was der hat. Scheinbar alles. Der geht ja von Station zu Station und wird nicht gesünder. Was soll ich ihm was vorlesen? Wie geht's denn da hinten rum? Ach so, um den Hammer gleich nutzen. Verstehen. So, das war the last patient. Ich hoffe, Tommy hat jetzt seine blöden 20 Herzen schon. Ja, hat er. Sehr gut. Sehr gut, das hat er. Und wir haben 2 Sterne. Naja, immerhin. Immerhin. Ohne viel Boni, die wir gekauft haben. Also quasi Sachen, die wir gekauft haben, die uns Boni geben. War das schon ganz gut. Dann gehen wir so ein bisschen shoppen. Und wir haben für 1900 Bettgeduld, bla bla bla. Verband plus Herzen. Verband plus Herzen auf jeden Fall. Noch ein Stuhl. Vorrat steht bereit. Oder Kassentempo. Nimm noch die Bettgeduld und einen Stuhl. So. Dann können wir nämlich dann in der nächsten Folge, in den nächsten Leveln weiter krass viele Punkte sammeln. Und Level hoch kriegen wir auch noch. Also ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude. Bis zum nächsten Mal bei Hartz IV Medicine. Macht's gut. Tschüsschen.